Leute, herzlich willkommen beim neuen Teil von Need for Speed. Und ich bin richtig gespannt, wie es wird. Viele haben schon vor mir gespielt. Ich habe mir es zwar direkt am Erscheinungsdatum geholt, aber ich konnte es leider nicht spielen, da ich arbeiten musste. Und das wird jetzt nachgeholt. Dann drücken wir mal ein X zum Fortfahren. Und ich bin schon richtig gespannt, wie es wird. Weil bei der Need for Speed 3 ist es immer so, es wird viel gepusht, viel gehypt und am Ende sind die Leute sehr enttäuscht an dem. Am Ende sind die Leute sehr enttäuscht, weil es nicht so wird, wie sie es eigentlich gehofft hatten. Schon mal viel. Jetzt muss ich gerade mal bei Einstellungen gucken. Und zwar bei den Audioeinstellungen. Nämlich die Musiklautstärke mache ich ein bisschen leiser, genauso die Effektlautstärke, sonst hört ihr mich nicht. Kopfstimme natürlich ein, Verfolgungsmusik auch ein, Playlist ein, yep. Übernehmen. Weil sonst kann es sein, dass er mich gar nicht hört. Hallo, übernehmen. Okay, zurück. So. Stars hat nur nicht. Dann schieben wir doch einfach. Normales Need for Speed. So, Need for Speed Network. Schleunigen. Die normale Steuerung, die man ja kennt. Ah, diesmal kann man sogar den Titel überspringen. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und zwar, es ist geplant. Nachdem ich entweder die Story durch habe oder ein paar Teile gedreht habe, ein paar Storyteile, dass ich mit dem lieben Christian, da ist auch einer vom Clan Console for Gaming, vom YouTube-Channel, dass wir da ein Let's Play Together draus machen und mal gucken, was da so online abgeht. Dann ist des Weiteren geplant, dass ich mir, boah, Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, dass ich mir Call of Duty hole, das neue, wobei dann wird es schon wieder fast alt sein. Und dann ein Let's Play mache mit dem lieben Yoshi, dem Alpha Wolf. Und ja, jetzt bin ich mal ruhig, weil jetzt kommt die Szene. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen lauter machen. So. Mal wieder verbullen davon fahren, was eigentlich sehr oft ist. Wilde Sache, Bro. Oh Mann, die Cops, entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung, ich bin raus. Nice, richtig geil animiert. Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis, der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin Spud. Ich seh dich doch, okay? Sehr nice Grafik. Triff Spike im Club. Dann wollen wir mal dahin fahren. Was für eine Karre habe ich denn überhaupt? Ist das denn ein Ford oder was? Ach du Scheiße. Naja. Ui. Boah, Drift. Also Driften hält sich bei dem Auto sich jetzt noch am Grenzen. Mal gucken, wie das bei höheren Geschwindigkeiten wird. Was mir gerade auffällt, hier ist überhaupt kein Verkehr. Ist das normal? Ups. Ah, hier, ich habe ein Auto gesehen. Bin doch glatt am Ziel vorbeigefahren. Ah, es startet automatisch, okay. Ich gehe auf maximal Griff für knackige, saubere Linien. Na, ich gehe oft eher auf Tempo. Ist
Sehr geil, links die Regentropfen. Boah, was ist das für eine Dicke? Ghost. Aber richtig geile Grafik. Nicht schlecht, da haben sie echt gezaubert. Erstmal Party machen. Sieht schick aus, Mann. Das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit, ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Oh, hey. Wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf. Das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin. Viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was? Ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Travis! Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Viele Muskeln nicht fahren können wahrscheinlich. Tja, du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann. Er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht. Krass, da sieht man so die Schweißperlen. Da draußen zu zeigen. Zum Glück wird noch nicht Geruch übertragen. Ein Vor Geruch übertragen, jetzt sind wir, glaube ich, alle am Arsch. Einer der Bastarde eine Chance. Das plötzlich anfängt nach Schweiß zu stinken. Dieser Honda Civic, Ford Mustang, Subaru. Ich glaube, den hier nehme ich. Der sieht noch am nicesten aus. Ja. Also nicht wundern, ich gehe nicht nach Leistung, ich gehe eher nach Optik. Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames, du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte, sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt, wir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür. Also. Wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das weißt du. Du meinst, dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob man. Das ist ja, cool, und dann bei Kick gekauft. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist. Was sie betrifft, ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Willkommen in der Realität. Richtig. Also. Ohne Moos ist nie was los. Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne, dann gehen wir auf Tour. Einem Wagen zugewiesen werden. Alles klar, Jungs. Die anderen warten auf uns. Ach, da auf enge Kurve. Ja, okay. Wenn sonst nichts ist. Oh, geile Regen. So, dann mal gucken.
ein Ernst-Bike, hat ein BMW. Muss auf Gas drücken, Junge. Wenn und bei der ersten Kurve verkacke ich. Was mir auffällt, die kommen ziemlich spät. Wow. Sag ich doch. Autsch. Wow. Gerade die Abfahrt verpasst. Die waren aber auch nicht gerade so sauber. Oh, Kontrollpunkt 12. Ich muss mich, glaube ich, beeilen. Ach shit. Also im Drift muss ich echt noch ein bisschen hier. Amy. Und ich krieg noch. Ich krieg dich noch. Weil der Kleine die erste Kurve verkackt. Hey. Du überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee. Spike ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emmanuel, schwing dein Hintern her zu uns. Gott, was hat der für Zöpfe, ey? Wow. Hm. Hallo, Ladies. Mein Gott, ey, das sieht so komisch aus, das ist so typisches Mädchenfrisur. Ah, schnell. Wenn man da Gier reinmacht, könnte es bestimmt als Kleiderhaken benutzen. Links und rechts Jacken anhängen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey. Das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Oh. Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Ernsthaft? Wo packst du das nur hin? Chip ist hier verhungert und dann beschwert sich über ihre Figur. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein. Der Letzte am Diner gibt allen einen aus. Ja. Also du. Frontal durch den Verkehr schlängeln. Weil es jetzt da ist, zahlt. Und heute war an dem Pfeil und drückt die R1-Taste. Und uns den Wagen in die richtige Richtung zeigt. Ja, alles klar. Mozi Mabuse oder was? Wow. Spike, erstmal vorbei hier. Die Straße ist nicht groß genug für uns beide. Es hat nur einer Platz. Ja, toll, schieb deine Kackkarre auf mich. Wow. Hier, ist auch was von mir. Was heißt andenken? Kann ich das auch fahren? Auf jeden Fall bin ich nicht letzter. Wow. Keiner bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein, ich hab doch gesagt, du zahlst. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb. Jetzt weiß, ob man sich noch entscheiden könnte, ja, ich gehe jetzt zur Werkstatt oder ja, ich fahre rennen. Die meisten oder alle, wenn sie eher entscheiden, rennen zu fahren. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja?